Ja, hey Leute, hier sind wir wieder vom Ponyhof Siegert. Hallo. Die Leonie ist auch dabei und die Leonie, die hat euch was ganz Tolles zu erzählen, weil die Leonie hat ja jetzt wieder letzten Monat bei den Online-Turnieren mitgemacht. Und ja, aus den Online-Turnieren ist ja ein Online-Turnier-Training geworden. Und für uns ist das echt eine ganz gute Möglichkeit, weil die Leonie kann sich echt so schön darauf vorbereiten, kann zu Hause üben und kann erstmal gucken, was halt eben so Sache ist. Und dann kann die Leonie euch mal erzählen, wie viele Fürzügel sie denn geritten hat. Wie viele? Drei. Drei Stück hat die Leonie geritten, genau. Und sie hat einmal, ich erkläre euch das einmal, sie hat einmal mit der Prinzessin Lilifee, hat sie einmal eine gelbe Schleife gewonnen. Also sie hat die Prüfung gewonnen von drei Kindern. Sie hat, das war der Fürzügel Geschicklichkeit. Und da hat die Leonie 97 Punkte gehabt von 100. Und das war ganz große Klasse. Auch die Beurteilung war wunderschön geschrieben. Die Beurteilungen blenden wir euch später einmal ein. Und dann hat die Leonie noch einen Fürzügel mit der Lilifee geritten im Schritt und im Trab. Lass mal gucken, Leonie, ob ich die Schleife mal rankriege. Das ist eine dritte Platzschleife. Nein. Da hat die Leonie den dritten Platz gemacht mit einer 7,1 von auch drei Kindern. Und dann hat sie noch mit ihrem Pony Snowflake hat sie einen Reiterwettbewerb geritten, nur im Schritt. Und da hat sie mit einer 7,2, ich zeige euch mal ein bisschen mehr die Schleife, da hat sie mit einer 7,2 von vier Kindern den zweiten Platz gemacht. Und das war richtig, richtig gut, ne? Und jetzt kann euch die Leonie mal ein bisschen erzählen, wie das war, ob sie aufgeregt war und ob ihr das Spaß gemacht hat. Hat dir das Spaß gemacht, den Fürzügel zu reiten? Warst du denn aufgeregt? Ja? Und was machst du mit deinen Schleifen? Legst du die irgendwo weg oder hängst du die irgendwo hin? Ich hänge die irgendwo hin. Wohin ist denn irgendwo? Wohin kannst du die denn hängen? Oder wohin hängst du die denn? Du hast ja vor 2 Jahren ein tolles Schleifenbrett bekommen in deinem Zimmer, ne? Kommen die vielleicht da dran? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall war das für die Leonie richtig erfolgreich. Guck mal, der Snowy, der schläft gleich ein. Der sonnt sich ein bisschen. Und die Leonie ist ganz stolz auf ihre Schleifen, aber die Leonie kann euch mal was erzählen, was sie noch bekommen hatte. Da war ja im Paket gestern noch mehr drin. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten das Paket gestern schon aufgemacht, weil als das gestern Mittag kam von Online-Turniere, war die Leonie total aufgeregt und musste es dann diesmal direkt aufmachen. Deswegen haben wir das Paket leider nicht mit euch geöffnet. Aber die Leonie erzählt euch jetzt mal, was noch im Paket war. Zwei Medaillen und ja, zwei Medaillen, das war einmal eine goldene und einmal eine silberne, ne? Musste auch sagen, weil es ja zwei verschiedene waren. Süßigkeiten waren drin, so ein paar Bonbons, ne? Die waren auch total lecker, die waren auch innerhalb von einer Sekunde waren die weg. Und da war aber noch was drin. Was war denn noch drin? Das viereckige Teil. Das nennt man eine Plakette, ne? Ja. Eine Plakette für an der Pferdebox war auch noch drin. Davon blenden wir euch später dann ein Bild ein. Und dann könnt ihr dann später gucken, wie diese Medaille da aussieht. Oh, jetzt blendet mich aber so ein bisschen die Sonne hier rein. Und wir haben jetzt eben das genutzt und haben jetzt noch ganz viele schöne Fotos gemacht, bevor die Ponys auf die Wiese kommen. Weil wir haben jetzt 9:30 und die Ponys haben schon lange gefrühstückt. Und jetzt hatten wir gedacht, wir machen die Fotos und drehen das Video kurz, bevor die Pferde auf die Wiese kommen, damit das schöne Schleifenbilder werden. Weil sobald die Ponys auf die Wiese gehen, sind die auch nicht mehr weiß. Ne, die Lilly ist dann kein Schecke mehr, die ist dann rabenschwarz. Der schläft da ein, ja, der wartet brav. Und der Snowflake, also alle nennen den Udo, deswegen sagte die Leonie auch gerade Udo. Also auf dem Turnier heißt er Snowflake und privat heißt er halt eben Udo. Udo hat ein durchsichtiges Auge. Sobald der auf die Wiese geht, sobald der nämlich auf die Wiese geht, ist der nämlich rabenschwarz, ne Leonie? Dann ist der nämlich nicht mehr richtig weiß. Dann ist er richtig schwarz und deswegen haben wir gedacht, machen wir das jetzt vorab, damit ihr dann auch noch schön die Schleifen sehen könnt. Und ja, ja, im Moment gibt es halt eben leider nichts Neues zu berichten, weil halt eben Live-Turniere sind halt eben noch nicht. Und deswegen gibt es im Moment auch gar nicht so viel von uns zu hören. Aber ich denke, zum Wochenende hin, da machen die Leonie und ich einfach mal eine Stallbegehung.
Und dann zeigen wir euch mal unseren Stall und zeigen euch mal alle unsere Ponys. Weil ich glaube, alle unsere Ponys, ne, haben die Zuschauer auch noch gar nicht gesehen, Leonie, ne? Ich glaube, alle Ponys kennen die auch noch nicht. Und ja, jetzt sind die Ponys hier gerade bei uns auf dem kleinen Reitplatz. Also hier, wo eigentlich auch immer Longenstunden gegeben werden, wenn mal wieder kein Corona ist. Und wenn Corona mal vorbei sein sollte. Oder wo man halt ein bisschen Schritt und Trab halt auch üben kann. Wir haben zwar auch noch einen großen Reitplatz, aber der ist leider im Moment jetzt noch im Aufbau. Da muss noch der neue Sand drauf, den haben wir noch nicht fertig. Aber das zeigen wir euch alles zum Wochenende hin, weil ich denke, wir machen dann einfach mal eine schöne Stallbegehung, zeigen euch alle unsere Ponys. Die Leonie kann dann auch ein bisschen dazu erzählen. Dann spuckst du aus, dann machst du mit der Hand raus das Haar, wenn du ein Haar im Mund hast. Das ist, dass du ein Haar im Mund hast. Weißt du, woher das kommt? Weil die Pferde, die Ponys, momentan sind unsere Ponys nämlich alle schon arg im Fellwechsel, weil es im Moment über Tag schon richtig warm wird. Und wenn man die dann putzt, dann ist natürlich, dann verlieren die im Moment ganz viel Fell. Ja, jetzt heute Morgen für die Fotos und auch für das Video haben wir sie jetzt noch nicht geputzt, aber wir haben sie gestern geputzt, deswegen sind sie auch noch so sauber. Und ja, aber da die jetzt sowieso auf die Wiese gehen, sind die auch nicht mehr lange sauber, deswegen ist das jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber wir hoffen, dass wir auch in der nächsten Zeit mehr ein Lebenszeichen von uns geben können. Und wir hoffen, dass irgendwann auch mal wieder Turniere sind und dass wir dann auch wieder euch da mitnehmen können. Im Moment durch Corona ist es halt eben bei uns, ja, es geht halt nicht wirklich was ab, ne, was wir so filmen könnten und was wir hochladen könnten, weil wir einfach, weil wir da eigentlich im Moment jetzt nicht so viel haben, was wir online setzen können. Und ja, deswegen gucken wir einfach mal, wenn es euch interessiert, dass wir am Wochenende einfach mal einen Stallrundgang machen. Ja, wir hoffen bis hierher, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt und mehr von der Leonie und ihren Ponys sehen wollt. Und eventuell auch von mir, wenn mich mal dann einer filmt und so. Das werden wir dann sehen, das schauen wir dann mal. Ja, wir wünschen euch jetzt einen schönen sonnigen Dienstag. Dienstag haben wir heute, weil... Morgen habe ich Geburtstag. Was hast du? Morgen habe ich Geburtstag. Genau, die Leonie ist schon total aufgeregt, denn morgen ist Mittwoch und morgen hat die Leonie Geburtstag. Und wie alt wird die Leonie? 7. Die Leonie wird 7, genau. Und die ist schon total aufgeregt und total hin und weg. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.